ganze Zeit Leichen angeschossen. Hi. Random Willkommensgruß. Hallo. Ja. Es soll keiner sagen, dass ich nicht während meiner Krankheit oder was ich immer ich habe, meines Halswehs, nichts tue. Bedeutet, ich habe den Channel etwas modifiziert, verneuert, erneuert, wie ihr es auch sehen wollt. Ich hätte so gerne eine Meinung dazu von irgendjemanden. Das wäre echt cool, so, hey Georg zu sagen und dann so, guck mal hier, das gefällt mir, oder guck mal hier, das gefällt mir nicht. Ja, das wäre cool. Wie wär's, wenn ihr das vielleicht irgendwie zustande kriegt? Weil wenn nicht, ja, wäre schade. Jedenfalls, das Channel-Design, das habe ich geändert. Das Channel-Design habe ich mir mal was Neues überlegt. War ja noch in FIFA gehalten. Ja, mach kein FIFA, ja. Und das wird auch nicht so schnell wiederkommen, wie wir wissen. Und, naja gut, also dann halt klar, Channel-Build und so weiter war halt alles mit FIFA zu tun. Brauche ich nicht. Muss was Neues her, denn es gibt ja neue Pläne, die ich veranstalte. Und somit habe ich dann mir, also die haben mir dann ein bisschen Mühe gegeben mal, also so richtig schön, was kann man aus dem Design rausholen. Hat dann auch meiner Meinung nach gut geklappt, also ich weiß nicht, wie ihr es seht. Darum frage ich ja sozusagen. Ich persönlich finde das Design fun-fucking-tastisch. Boah, Katze, kannst du dich mal entscheiden, rein oder raus? Ernsthaft. Ich muss mal wieder die App-Webcam einführen, damit wieder die Katze Scheiße bauen kann. Ja, brauchst gar nicht so gucken. Ich muss die Tür wieder schließen. Ja. Das ist so eine Nervensäge manchmal. Aber auf eine süße Art und Weise. Manchmal. Nicht immer. Das Channel-Design, ja, ich hab's geändert. Das gefällt mir sehr, sehr gut, wie gesagt. Boah, jetzt rastet die an dem Sofa aus. Kratzt dir die Krallen irgendwo anders. Junge. Verkackte Scheißkatze. Ja, komm, miau ins Mikrofon. Hier. Das war mein gequältes Knall. Miauen. Wow. Ey, sie hat ins Mikrofon miaut. Ich bin sehr stolz auf die Katze. Ha. Wieder zum Geschäft. Das Channel-Design versucht so ein bisschen, ne, so verrucht. Jetzt geht die schon wieder raus. Ich raste aus. Also, ja, verrucht. Ich werde versuchen, den ganzen Huster rauszuschneiden. Apropos Huster, da war einer. Deswegen ist das vielleicht ein bisschen geschnitten. Ja, doch, geschnitten Brot. Was? Wow, Georg, komm mal runter von deinem Trip. Ich hatte hier auf jeden Fall auch eine, mal abgesehen jetzt vom Channel Design, hatte hier ein wirklich lustiges Spiel. Also hier hatte ich gerade einen tollen Lauf. Bis auf die Situation jetzt, wo ich... Das ist einfach nur lächerlich, wie ich da gemessert werde. Aber, naja, so ist Advanced Warfare. Hab hier mit der ARX gespielt. Eine verdammt gute Waffe, wenn ihr mich fragt. Also, Burstfire-Waffen sind ja auf dem PC immer so eine Sache. Sagen wir mal so. Aber die ARX ist eine so gute Waffe, meiner Meinung nach. Besonders die Hole Punch und die Steel Bite. Die Version davon. Fickt mich hart. Also wirklich... Die hat auch richtig Spaß gemacht, das sieht man glaube ich im Spiel auch. Also es war nicht, ich sag mal, ein perfektes Spiel oder so, aber es gab einen guten Run und es hat auch einfach viel Spaß gemacht. Mit Tom Spiel macht immer wieder viel Spaß. Nicht immer, kann auch ein Spacko sein, auch meistens. Ja, soweit habe ich dann eigentlich jetzt alles durch. Aber wir können uns ja über lustige Sprachfehler lustig machen, die auch mir widerfahren. Sowas wie Fichers, Fritz, Ficht, Fiche, Fiche. Weil Tich und Fich, das sind die besten Freunde von mir, das kann ich ehrlich sagen. Wenn ich irgendwie aus dem Norden käme, wäre das irgendwie voll verständlich. Aber das, ich mache das einfach gerne anscheinend. Das ist ganz komisch, ich weiß, also... Gehört zu mir, ist, ich finde es selber lustig, wenn ich Tisch und Fisch sage, statt Tisch und Fisch. Denn lustigerweise, ich kann es ja. Verrückt, nicht?